Ein Stückchen höher vielleicht, bitte. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. So, Freunde, es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Meine lieben Freunde, willkommen im neuen Jahr, willkommen im Jahr 2023 und das wird euer Jahr. Das verspreche ich euch und es wird nicht nur euer Jahr, sondern es kann der Beginn eines neuen, besseren Lebens werden. Es hört sich total pathetisch, kitschig an, aber ich verspreche euch, dass ihr mit meiner Hilfe auch tatsächlich wirklich euer Leben ins Positive verändern könnt. Es wird ein ganz, ganz, ganz besonderes Jahr, das verspreche ich euch. Es kommen wahnsinnig tolle Sachen auf euch zu. Es kommen Trainingstipps, Ernährungstipps selbstverständlich. Es gibt ganz, ganz viel Psychologisches. Es wird weiterhin viel diskutiert und wir bleiben weiterhin beim Fitness-Content mit viel Diskussion. Wir werden hier und da ein bisschen gesellschaftskritisch natürlich auch bleiben. Und warum sage ich das? Ich möchte wirklich dieses Video auch nutzen, um euch am Ball zu halten. Ich möchte, dass diese Videos euch auch vorgeschlagen werden. Ihr wisst, der YouTube-Algorithmus mag es nicht so gerne, wenn man vielleicht hier und da an einigen Stellen ein bisschen kritischer ist. Deswegen werden einige Videos nicht vorgeschlagen. Deswegen abonniert bitte diesen Kanal. Ihr macht mir wirklich, ihr motiviert mich, diese Videos ja wirklich mit Power zu machen. Je mehr es sehen, desto mehr können wir tatsächlich auch bewegen. Abonnieren, Glocke abonnieren und immer einen Daumen geben. Auch mal einen Kommentar schreiben. Ihr wisst, ich liebe Kommentare, auch Kritik. Alles, was ihr schreibt, auch besonders unter diesem Video, auch dass das wirklich jetzt mal ins Rollen kommt. Fragen, was interessiert euch? Worauf möchtet ihr hinaus im neuen Jahr? Welche Videos interessieren euch am meisten? Und, und. Also schreibt wirklich die Kommentarleiste voll. Ich werde alles lesen. Versprochen, versprochen, versprochen. Und ich werde wirklich mit wahnsinnig viel Motivation daran arbeiten, dass das nicht nur euer Jahr wird, sondern dass es vielleicht der Start in ein besseres Leben wird. Ich wiederhole mich. Aber heute ist ein ganz, ganz so. Jetzt so ein Timestamp machen wir jetzt. So ab jetzt geht das Video los. Und zwar geht es wirklich darum, wie werdet ihr besser langfristig in Form kommen, abnehmen, gesünder, euch besser fühlen. Und hier wirklich, und das möchte ich mir auch wirklich so ein bisschen auf meine Binde schreiben auch. Ich möchte euch abraten von Diäten. Ich möchte euch abraten von Diäten, wenn ihr langfristig denkt, wenn ihr langfristig. Auf diesem Kanal sind so viele Menschen, die wirklich langfristig abnehmen möchten, gesunder werden wollen. Es gibt natürlich Leute, und ich möchte Diäten nicht verteufeln, überhaupt nicht. Hier gibt es ständig immer wieder hier und da kleine Diäten. Aber Diäten sind wirklich eher kurzfristig anzusehen. Und jetzt sagt ihr, ja, aber ihr denkt doch auch langfristig. Schaut euch die Bodybuilder, schaut euch mal an. Schaut euch wirklich die Leute an, die immer in so ganz okayer Form sind. Die machen immer eine Diät immer auf einen Punkt hin. Eine Diät ist immer nur auf einen Punkt, auf einen Wettkampf. Oder man will im Sommer mal besser aussehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. So eine Diät mal einschieben und so weiter. Aber ihr werdet niemals mit einer Diät, also mit der Ernährung, die ihr in einer Diät fahrt, langfristig über mehrere Jahre glücklich, zufrieden, und ihr werdet das nicht durchhalten. Guckt euch bitte unbedingt mal dieses Video an, was ich damals noch gedreht habe, wo ich auch die Studie gezeigt habe, wo wirklich gezeigt wird, dass nach spätestens 3 Jahren fast alle wieder mindestens so schwer sind wie vorher. Diäten funktionieren und das zeigt auch die Studie. Natürlich nehmen wir durch Diäten ab, aber nicht langfristig. Langfristig müsst ihr eure Gewohnheiten, eure Ernährung und eure Gewohnheiten umstellen. Und ich werde euch jetzt wirklich mal ein paar Punkte, ich möchte wirklich, dass ihr mit diesen paar kleinen Gewohnheitsumstellungen, jeder, die meisten machen sie eben schon, deswegen habt ihr auch nicht, die sie jetzt schon machen, die haben nicht so dieses Problem mit dem großen Übergewicht und mit dem Zunehmen, die sie aber noch nicht machen. Es ist so einfach. Ein paar Schräubchen heute anfangen, ab heute diese Schräubchen drehen und ihr werdet sehen, wow, das bleibt eine Gewohnheit und ihr werdet es nie wieder ändern, nie wieder ändern, weil ihr auf nichts verzichtet. Wenn ihr diese Schräubchen dreht, verzichtet ihr auf gar nichts. Ihr ändert hier und da ein paar kleine Gewohnheiten und ihr nehmt schon bereits ab, ohne dass ihr es irgendwie mitbekommt, ohne Diät. Diät ohne Diät, meine lieben Freunde, das wird auch so ein bisschen wirklich meine Hauptmotivation sein, euch das zu sagen. Und es wird strukturiert. Keine Sorge, ich muss ein bisschen am Anfang des Jahres ein bisschen vorreden, weil mir das so Spaß macht, auch wieder reinzukommen. Aber wie gesagt, schreibt euch bitte die Punkte auf. Und der erste Punkt ist, sucht euch bitte einen Sport,
eine Betätigung, die euch Spaß macht. Das ist so, so unglaublich wichtig. Ich sehe, die Gyms sind voll und alle stehen an den Theken, machen sich da ihre Karten und werden 3 bis 5 Mal die Woche hingehen und einen Monat später sind sie wieder nicht da, weil sie es nicht durchhalten. Es muss Routine werden und Routine kann es auch nur werden, wenn es auch dauerhaft in euer Leben passt. Was bringt es euch, wenn ihr gerade 2 Wochen Urlaub habt oder so und da passt es hin und dann, oh nee, jetzt habe ich wieder Arbeit und so weiter. Von Anfang an baut euch das so, dass es dauerhaft in euer Leben passt. Wenn es nur 2 Mal irgendwo reinpasst, ihr habt also nicht Dienstag und Sonntag abends frei oder so, packt euch da das rein und macht es genau so. Es ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Hauptsache, ihr tut etwas. Es ist besser, dauerhaft etwas zu tun, als irgendwie am Anfang und dann wieder gar nicht. Ihr müsst dranbleiben. Es muss euch Spaß machen. Es muss in euer Leben passen und es muss einfach zur Routine werden. Es muss einfach dazugehören. So wie Zähneputzen. Keiner würde sagen, ich habe keine Zeit zum Zähneputzen. Es passt einfach rein und ihr werdet euch so wirklich eure Lücken füllen mit dem Sport, der reinpasst, aber auch der euch Spaß macht. Wenn euch, ihr wisst, ich bin immer für natürlich für Kräftigung, für Muskelaufbau oder so. Aber wenn euch auch ein bisschen mehr diese Kurse Spaß machen und so, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Deswegen auch eine andere Sportart. Macht bitte etwas, was euch Spaß macht. Holt euch da auch so ein Ticket, wirklich am besten aufs Jahr, nicht nur für einen Monat. Es gibt jetzt auch so diese Monatspakete und so weiter. Nein, verpflichtet euch ruhig länger, weil das hält euch auch ein bisschen. Dann habt ihr auch ein bisschen Motivation, die so ein bisschen von außen auch kommt. Ihr wollt ja, ihr habt ja die Karte und so weiter. Ist auch völlig in Ordnung. Bleibt dabei. Das ist so das Allerwichtigste. Der erste Punkt ist Sportaktivität, weil jede Diät, jedes Dauerhafte funktioniert natürlich nicht nur hier etwas weniger Kalorien zuführen, sondern natürlich auch Kalorien mehr verbrennen. Und das wird automatisch. Das geht ganz, ganz automatisch mit Sport. Wenn ihr auch Muskeln aufbaut, dann verbrennen die ja natürlich auch mehr Kalorien. Also das ist der erste wichtigste Punkt. Bewegung und einen Sport finden, der routinemäßig, der wirklich, wie eine Gewohnheit bei euch ins Leben langfristig passt. So, jetzt der zweite. Und das sind wirklich ganz, ganz kleine Tipps, die ihr sofort verändern müsst, meine lieben Freunde. Ich habe sie, die meisten habe ich verändert. Einige habe ich selbst für mich in diesem Jahr jetzt auch zur Veränderung gebracht. Erster Tipp ist wirklich, jeder, der den Kanal kennt, bitte Zucker weglassen. Und jeder, der jetzt denkt, ja, aber ich brauche ja Zucker. Es wird die Leute geben, die es langsam wirklich, die diese Süße brauchen. Es gibt aber auch Leute, die einfach weglassen können. Wenn ihr jemand seid, der sagt, ja, aber ich brauche die Süße, ich kann den Zucker nicht weglassen, nehmt Erythrit. Ihr kennt diesen Kanal. Erythrit ist, riecht wie Zucker, verhält sich wie Zucker, schmeckt wie Zucker und hat keine Kalorien. Das ist so eine Kleinigkeit. Ich möchte wirklich, auch wenn ihr jetzt sagt, das ist zu teuer, holt euch wirklich, wenn ihr auf Zucker nicht verzichten könnt, Erythrit und macht das Gleiche, was ihr sonst mit Zucker macht. Mit Erythrit, ihr habt keinen Verzicht, ihr habt keine Kalorien und ihr werdet so nach und nach, und das ist auch meine Empfehlung, geht nach und nach von diesem Süßen weg. Ich war auch früher jemand, der sich Kaffee, Tee, alles gesüßt hat. Versucht immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen weniger und dann schleicht ihr das so ein bisschen raus. Und dann werdet ihr merken, ihr braucht dieses ganze Süße nicht mehr. Ich könnte nie wieder einen Kaffee mit Zucker trinken, auch nicht mit Erythrit, sondern einfach pur. Das heißt, ihr werdet Step by Step sozusagen von der Süße auch wegkommen. Aber als erster Tipp wirklich, tauscht bitte, bitte, bitte Zucker aus. Zucker sind leere Kalorien. Keiner braucht diese zusätzlichen Zuckerkalorien. Die haben wir, die nehmen wir uns lieber in den leckeren Lebensmitteln, die dann auch Zucker enthalten. Aber zusätzlich Industriezucker braucht kein Mensch. Niemand von euch braucht normalen Zucker. Also das bitte schon mal weglassen und ersetzen. Und schon ist nichts, es hat sich nichts geändert. Versprochen. Zweiter, auch ganz, ganz, ganz kleiner Tipp, aber ihr glaubt gar nicht, wie groß dieser Unterschied ist. Einfach euren Cappuccino, euren Kaffeeladen, ist nicht Starbucks, will ich jetzt nicht sagen, also keine Werbung oder so, sondern wirklich diese fetten Cappuccinos, Latte Macchiatos, diese ganzen Dinger, bitte wirklich einfach durch einen normalen Kaffee ersetzen oder wirklich, das ist auch keine Werbung an der Stelle, aber holt euch mal unser Iced Coffee Frappuccino zum Beispiel oder so, macht euch das mit Wasser. So habt ihr sozusagen keine Zuckerkalorien, keine Fettkalorien. Ich blende euch mal ein, wie viel Kalorien so ein Latte Macchiato hat mit normaler Milch, also mit 3,5er Milch, die ihr euch holt, einfach im Vergleich zu einem Kaffee oder so ein Frappuccino und so weiter. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie viele Kalorien man spart. Viele denken ja, ach, es ist ja einfach nur, ich trinke mal so einen Kaffee oder so. Es ist Wahnsinn. Zwei davon oder ein davon streichen und ihr spart euch locker mehrere hundert Kalorien. Und das reicht eigentlich fast schon aus. Wenn das euer Überschuss ist und ihr spart das ein, dann nehmt ihr schon ab und verzichtet
verzichtet ja auf nichts. Ihr könnt euch einen normalen Kaffee holen oder irgendwie so eine Alternative zum Beispiel. Absolut, wirklich. Man gewöhnt sich daran, einfach einen normalen schwarzen Kaffee zu trinken, anstatt, weil das ja auch eine Gewohnheit ist. Worauf möchte ich auch hinaus? Ich rede ein bisschen viel heute, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich hab da richtig Bock drauf. Worauf will ich hinaus? Es sind Gewohnheiten. Natürlich könnte man auch sagen, ja, hol dir doch gar keinen Kaffee. Nein, jemand, der jeden Morgen an seinem Kaffeeladen vorbeiläuft und jeden Morgen so seine Gewohnheit hat, da reinzugehen, was Warmes will, den Kaffeegeruch, ein bisschen Koffein, der wird diesen Kaffee vielleicht streichen, aber nach 2, 3 Wochen, nach 5 Wochen oder so, wird er sich wieder den Latte Macchiato holen. Deswegen tauscht diese Gewohnheiten gegen eine vergleichbare und holt euch dann vielleicht normalen schwarzen Kaffee oder vielleicht dann irgendwie mit fettreduzierter Mandelmilch oder sowas, aber spart euch diese Kalorien und tauscht einfach die Gewohnheit aus. Also das ist so der dritte kleine Tipp. So, der nächste Tipp: eure Sättigungsbeilagen austauschen. Wie gesagt, natürlich, wie gesagt, streichen kann man immer alles. So, haltet ihr aber nicht durch. Jeder, der Sättigungsbeilagen mag, jeder, der irgendwie so typisch sein, irgendwie Fleisch oder ein Bratling, irgendwie ein bisschen Salat oder Gemüse und eine Sättigungsbeilage, also eine Kohlenhydratbeilage. Das ist ganz, ganz, ganz typisch. Nudeln oder irgendwelche Teigwaren, irgendwelche Tortellinis oder irgendwelche Bulgur oder die ganzen Sachen aus Weizen und so weiter. Auch Reis, auch sehr geschälten Reis. Tauscht das bitte mal aus gegen etwas mit Ballaststoffen und mit mehr Eiweiß oder mit sehr, sehr wenig Kalorien. Worauf will ich hinaus? Tauscht es am besten aus gegen rote Linsen, gegen Kartoffeln. Ja, eigentlich so. Schmeckt, ich finde, noch leckerer eigentlich. Kartoffeln einfach, rote Linsen. Wir haben wesentlich mehr Eiweiß, insgesamt auch Linsen. Wesentlich mehr Eiweiß, wesentlich mehr Ballaststoffe, Kichererbsen, Kichererbsenmus zum Beispiel machen oder einfach Kichererbsen dazu. Also alle, die so diese Sättigungsbeilagen nehmen, wirklich verzichtet mal auf geschälten Reis, auf Nudeln, auf Bulgur, auf diese ganzen Sachen, auf diese Weizensachen und tauscht sie aus. Warum? Sättigt viel länger. Ihr esst automatisch weniger durch die Ballaststoffe. Ihr seid länger satt. Das heißt, ihr esst automatisch weniger und habt trotzdem vom Genuss, vom Geschmack oder auch wenn ihr Nudeln liebt, tauscht sie aus gegen Kichererbsennudeln, gegen rote Linsennudeln. Die schmecken genauso. Das heißt, ihr verzichtet auf nichts. Ihr habt das gleiche Nudelaroma. Wir haben auch ganz, ganz viele Rezepte gemacht, einfach mit Nudeln und Käsesoße. Haben einmal Käse ein bisschen variiert, eine Alternative genommen, bei Nudeln zum Beispiel Kichererbsennudeln genommen und schon habt ihr praktisch den gleichen Genuss. Ihr verzichtet auf nichts. Jemand, der Nudeln liebt, der sollte sie austauschen und nicht einfach weglassen, weil irgendwann verfallt ihr wieder in die Nudelsucht oder in die Nudellust und das könnt ihr wirklich vermeiden mit ganz, ganz tollen Austauschprodukten und insgesamt einfach die Sättigungsbeilage ändern, austauschen. Ohne Verzicht geht es auch, meine lieben Freunde. Nächster sehr, sehr, sehr heißer Tipp, der bei mir ist der Gold wert. Frühstück oder Brotzeit? Also ich meine dieses typische Brot-Brötchen-Frühstück oder eine Brotzeit, die man sich dann meistens macht, irgendwie abends oder so, wo man Brötchen nimmt, Brot, Butter drauf und dann noch irgendwie einen Käse. Super lecker. Ich liebe das. Diese Kalorien und auch die, es sind nicht unbedingt die besten Kalorien, sage ich mal. So ein Weizenbrot, nicht so gut verdaulich. Das Eiweiß ist nicht wirklich hochwertig, nicht viele Ballaststoffe. Auch wenn ihr so ein bisschen Vollkorn nehmt und so, ist das auch nicht so das Beste. Dann mit der Butter drauf, dann auch mit dem Käse drauf. Das sind einfach wahnsinnige Kalorienbomben. Das sind absolute Kalorienbomben. Deswegen, wenn ihr jemand seid, der auf Frühstück verzichten kann wie ich, skippt es mal, aber natürlich verzichtet ihr dann. Also wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dann tauscht bitte euer Brot, Brötchen mit Butter und Käse wirklich gegen unsere. Schaut euch dieses Rezept an und bitte nicht sagen, ich mache mir keine Brötchen, ist zu aufwendig. Das sind ein paar Minuten, fertig. Günstiger sowieso als normale Brötchen, leckerer. Ihr verzichtet auf gar nichts. Die sind so unfassbar lecker. Die waren, glaube ich, sogar mal, die wurden sogar, das ist wirklich, bei Rosins Restaurant-Tester oder so, hat die auch jemand mal nachgemacht, hat auch gesagt, er hat die von unserem Kanal. Absoluter Wahnsinn, also wirklich sehr, sehr, sehr cool. Macht euch die mal und nehmt statt Butter, das ist mein absoluter Geheimtipp, ein bisschen Hummus drauf, dann habe ich auch richtig guten Geschmack und dann Tomaten drauf oder Königer Frischkäse und Tomaten. Das ist einfach, ihr habt den gleichen Genuss, ihr habt dieses Ritual. Das ist einfach so ein Ritual, was ihr habt und wenn ihr das macht, praktisch mit ein bisschen Tomaten, mit Hummus und mit den guten Zutaten bei einem Brötchen, ihr verzichtet auf nichts, habt weniger Kalorien, mehr Eiweiß wieder, mehr Ballaststoffe, sättigt wieder länger und automatisch, ich meine dieses automatisch, nehmt ihr einfach besser ab, langfristiger ab und seid viel, 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 viel gesünder. Ihr merkt es sofort. Das ist einer der heißesten Tipps, der bei mir absolut alles verändert hat, weil einfach ich von diesen normalen Brötchen 3, 4 Brötchen essen konnte mit Dickbutter und Käse und es sind einfach, diese Kalorien sind wahnsinnig viel. Deswegen das auf jeden Fall austauschen. Nächste kleine Gewohnheit, die euch
aneignen solltet, die auch nichts, ihr müsst auf nichts verzichten oder ähnliches, sondern wirklich versucht, einfach überall ein bisschen Gemüse beizufügen. Überall, bei jeder Mahlzeit, macht euch wirklich mal, wir haben auch so viele Rezepte mit Gemüse, also irgendwelche Gemüse, kleinen Kroketten oder irgendwas einfach ein bisschen dazu. Gewöhnt euch wirklich dazu immer wieder, also lasst daraus eine Gewohnheit werden. Versucht immer wieder kleine Gemüsebällchen oder Häufchen euch irgendwie zu machen. Ihr werdet nicht glauben, wie viel Gemüse dazu beiträgt, dass ihr durch die Pflanzenstoffe, durch die ganzen Mineralstoffe, durch die Vitamine, ihr werdet automatisch besser abnehmen, weil ihr alles besser verstoffwechselt. Ihr seid fitter, aktiver, ihr bewegt euch mehr, ohne dass ihr es groß merkt. Ihr seid vitaler. Glaubt mir, da sind so, so viele tolle, tolle Vitalstoffe, Mineralstoffe, Inhaltsstoffe drin, die euch vitaler machen, die eure Verdauung verbessern, wo ihr einfach besser alles verstoffwechselt, auch was ihr sonst esst. Also deswegen auch als kleine Beilage. Und ihr werdet es gar nicht merken. Und ihr werdet euch auch, jeder, der sagt, ich mag kein Gemüse, jeder wird, deswegen will ich auch kein Gemüse vorschreiben, jeder wird Gemüse finden, das er mag. Und selbst wenn es diese, aber schaut, dass da wirklich nur Gemüse drin ist, diese tiefgefrorenen Gemüsepackungen. Selbst wenn es die sind, da gibt es auch leckere Varianten, besser als gar kein Gemüse. Also immer wieder, natürlich besser noch frisches Gemüse oder wirklich noch, natürlich Brokkoli, Spinat, aber auch andere Sachen. Hauptsache, ihr gewöhnt euch einfach daran, dass es eine Gewohnheit wird, immer Gemüse dabei zu haben. Es muss normal werden. Es muss was ganz, ganz Selbstverständliches werden. Glaubt mir, ihr werdet es mir danken, wenn ihr bei jeder Mahlzeit ein bisschen Gemüse esst, dass ihr vielleicht am Tag auf, ich sag mal, mindestens 500 Gramm Gemüse kommt. Das kommt ihr ganz, ganz schnell. Euer Leben wird sich verändern. Ich verspreche es euch. Ändert das bitte und es wird sich sehr, sehr viel ändern. So, nächster Tipp, und das ist mein absoluter Gamechanger, weil ich Rituale habe, Rituale ändern. Das heißt, ich bin jemand, der abends nochmal irgendwie eine Serie schaut. Und ich brauche dabei etwas zu naschen. Also ich brauche meine Schüssel und normalerweise früher, das ist mein Becher, mein Riesenbecher Eis. Das ist wirklich, und dann löffel und ich merke es gar nicht. Ich gucke meine Serie und ich löffel es gar nicht. Und wenn man das austauscht, wenn man diese Rituale und Gewohnheiten austauscht. Ich mache mir hier immer gefrorenes Obst gemixt. Auch die Rezepte kennt ihr. Gefrorenes Obst gemixt mit ein bisschen Joghurt und ein bisschen Erythrit rein. So, und dann habe ich merke es noch nicht mal. Es ist kein Stück schlechter. Natürlich bei dem Gedanken und so, bei der Vorbereitung. Natürlich würde ich lieber so ein Eis essen. Aber wenn das Ritual da ist, man schaut ja die Serie, man löffelt das irgendwie fast schon nebenbei. Man hat das ein ähnliches Mundgefühl. Man hat seine Schüssel, ich habe auch mal so lange Löffel, mit denen ich besonders gerne das dann esse und so weiter. Diese Gewohnheit, ihr tauscht sie nicht aus. Ich könnte nicht ohne. Ich könnte nicht sagen, ich verzichte komplett auf mein Eis. Wenn ihr das aber austauscht, merkt es gar nicht. Die Befriedigung ist wirklich, wirklich, und das verspreche ich euch hoch und heilig, fast die gleiche, wie wenn ihr dieses andere Eis esst. Ihr spart euch aber bei so einem Becher, glaube ich, 1200 Kalorien. Und das ist eingeatmet. Bei meinem Obsteis, da haben wir ein paar Kalorienchen, auch noch Vitamine und so weiter drin und so weiter. Ihr seid so dankbar am nächsten Tag, dass ihr diesen Becher nicht gegessen habt, also diesen Eisbecher, und dass ihr euch das selber gemacht habt. Und das auf lange Sicht, wenn das dann euer Ritual wird, ist das wirklich, es ändert alles. Ihr merkt, wie viele Kalorien ihr über diese paar Tipps, das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn, auch wenn ihr das nicht jeden Tag macht. So auf eine Woche kommen so unfassbar viele Kalorien zusammen, die ihr automatisch spart, dass ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, es wird automatisch passieren. Ihr werdet nicht eure Gewohnheiten ändern. Ihr esst einfach ein bisschen etwas anderes, ohne es groß zu merken. Und es wird sich alles ändern. Ich weiß es so, so, so genau, weil es genau der Unterschied ist zwischen denen, die sagen, oh, ich hab's schwer, ich kann nicht abnehmen, und dann verzichte ich und dann bin ich wieder genauso schwer. Und die es ja schon machen. Guckt euch wirklich mal die zwei Lager an. Alle Leute, die wirklich kein Problem haben mit Zunehmen, die machen diese Sachen. Und glaubt mir, und das auf Dauer und ohne eine Diät machen zu müssen. Genau, nächster Tipp ist auch ähnlich, also Ritual, die Leute, die Fingerfood brauchen, die auch zwischendurch irgendwie mal was zu knabbern brauchen, ich auch. Chips, Nüsse, also irgendwas, was man mit dem Finger essen kann, auch diese irgendwelche Mozzarella-Sticks oder irgendwelche fiesen Sachen, die unglaublich hochkalorisch sind, viele Transfette und. Also das sind wirklich Sachen, auf die kann man verzichten, wenn man sie sich selber macht. Und hier wirklich ein ganz, ganz heißer Tipp. Wir haben so, so viele Rezepte für kleine Pizzen, für kleine Kekschen, für kleine Mozzarella-Sticks. Wir haben auf diesem Kanal so unfassbar viele Rezepte für gesundes kleines Fingerfood, auch Kichererbsen, auch absoluter heißer Tipp. Kleine Kichererbsen einfach im Ofen wirklich trocknen und dann mit Gewürzen zum Beispiel machen. Popcorn selber machen. Man kann sich diese ganzen Fingerfood-Sachen
kann man sich selber in gesund machen, in wirklich, wirklich, wirklich gesund, und ihr verzichtet auf nichts. Es sieht gleich aus, es schmeckt genauso, es ist der gleiche Genuss, es ist einfach besser. Und auch wenn es nicht ultra gesund ist manchmal, aber es ist die bessere Wahl. Deswegen, ihr müsst nicht verzichten und ihr müsst das auch nicht in komplett gesund machen, sondern es reicht ja schon, wenn es etwas besser ist, wenn es etwas weniger verarbeitet ist, wenn ihr es selber gemacht habt, wenn ihr euch selber irgendwie irgendwelche Chips gemacht habt oder so, die nah dran kommen, aber einfach so, so viel besser schmecken. Deswegen Fingerfood bitte, bitte selber machen. So, und noch ein Tipp ist, viele nehmen sich vor, am Anfang des Jahres, ja, ich gehe nicht mehr. Und das ist ganz wichtig. Viele gehen gar nicht irgendwie in Restaurants, besonders nicht in Fastfood-Läden und so weiter. Aber es gibt Leute, für die ist das eine Routine. Für die ist es normal, dass man irgendwie ein, zwei, dreimal die Woche irgendwie zu einem Fastfood-Restaurant geht, zu McDonald's, Burger King und wie sie alle heißen, aber auch in Restaurants. Jeder, der das streicht, ein paar Wochen später wird er wieder hingehen. Ihr werdet diese Routinen nicht ausschalten können. Wenn ihr das jahrelang macht, wenn das einfach in euch drin ist, wenn euch das einfach, wenn das normal ist, dorthin zu gehen, wenn es auch schön ist für euch, sich mit Leuten hinzusetzen, mit Freunden hinzusetzen, dann werdet ihr das nicht streichen. Ihr werdet ja leiden. Ihr leidet darunter. Viele sagen ja, ja, ich möchte nicht darauf verzichten, essen zu gehen. Müsst ihr nicht. Ihr müsst nicht darauf verzichten. Sonst ist es einfach eine Diät. Ihr könnt das kurzzeitig machen. Aber sonst wählt bitte einfach eure Schnellrestaurants oder insgesamt Restaurants. Bitte einfach etwas besser aus. Und auch das, was ihr bestellt. Ihr könnt bei gleichem Genuss unglaublich viel einsparen. Wir hatten damals diese ganzen Tests, wo wir verglichen haben. Selbst bei dem Imbiss selbst kann man wahnsinnig, man kann immer fast in jedem Imbiss kann man sich eine gesündere Variante holen. Selbst wenn ihr die austauscht, habt ihr schon zig Kalorien gespart. Wenn ihr auch dann noch das Schnellrestaurant, meistens sind die alle nebeneinander, wenn ihr das auch noch ein bisschen besser auswählt, weiß nicht, ich will jetzt keine Anti- oder Werbung machen, aber ihr wisst, was ich meine. Statt in dem fiesen Burgerladen in so einen Sandwichladen mal geht, oder wenn ihr mal irgendwie statt ich weiß nicht, in einen Laden geht, wo nicht so gesundes Essen ist, dann geht ihr mal in außer ihr mögt kein Fleisch, aber da so ein Steakhouse oder so, dann nehmt ihr euch da ein mageres Stück Fleisch und bei Beilagen schaut ihr, dass ihr ein bisschen mehr Gemüse nehmt und so weiter. Man kann genauso genießen. Man kann, was ich sagen will, wenn ihr mit Freunden weggeht, man kann eigentlich in jedem Restaurant überall die gesündere Wahl treffen und man kann auch sich ein bisschen ach, Freunde, komm, ihr wisst, ich versuche ein bisschen umzustellen, lass uns mal in das Restaurant gehen oder zu dem Schnellimbiss oder so. Man kann wirklich, ohne sich einzuschränken, auch wesentlich gesünder essen. Also schaut bitte, also essen gehen heißt nicht direkt das ungesündeste Essen überhaupt. Das heißt, ihr könnt auch wirklich durch die kluge Wahl euch da auch sehr, sehr viele Kalorien sparen und auch wirklich was Gesundes essen, wenn ihr essen geht. Ganz, ganz wichtig, instruiert alle. Alle eure Freunde, sagt es laut, sagt, ich möchte jetzt mein Leben umstellen. Ihr wisst, ich bin nicht der Motivationscoach, aber es ist wirklich so. Sagt es, je mehr Leuten ihr es sagt, je mehr ihr euch das sagt, je mehr euch das sagt, so ab jetzt ändere ich meine Gewohnheiten, desto besser wird es auch, weil ihr dann auch so ein bisschen unter Zugzwang seid. Also schaut wirklich, dass ihr das hinkriegt. Diese kleinen Gewohnheiten, die solltet ihr ab jetzt, auch wann sollt ihr starten? Jetzt. Ihr verzichtet ja auf nichts. Das ist ja das Coole. Eine Diät, da könnt ihr sagen, ja, okay, ich fange nächste Woche an, dann passt es mir besser und so weiter. Das, was ich euch jetzt aufgeschrieben habe, knipst euch bitte ab, das könnt ihr bitte ab jetzt sofort, wenn ihr langfristig abnehmen wollt und fitter werden wollt, solltet ihr es ab jetzt ändern und ihr werdet es gar nicht merken. Ich verspreche es euch, außer den Sport natürlich, wenn ihr den irgendwo einplant, aber ansonsten ändert ihr ja gar nichts. Keine Gewohnheiten, und ihr solltet nicht versuchen, langfristig eure Gewohnheiten, eure jahrelang aufgebauten Gewohnheiten ändern wollen. Das wird nicht wirklich funktionieren, außer ihr habt einen unglaublich starken Willen, zwischendurch eine Diät oder mal irgendwas einschieben oder mal als Kickstart so einen kleinen Minicut einbauen und so weiter. Ihr wisst, das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, diese große Studie zeigt das ja. Natürlich funktionieren Diäten. Wenn ihr weniger esst, als ihr verbraucht, dann nehmt ihr das selbstverständlich ab. Aber es kommt dann auch wieder schnell drauf, wenn die Gewohnheiten wieder reinkommen. Das heißt, baut euch neue Gewohnheiten auf, ändert eure Gewohnheiten ein bisschen und es wird ganz, ganz automatisch gehen. Es hat mir riesen, riesen, riesen Freude gemacht, dieses Video wieder einzusteigen dieses Jahr. Deswegen, meine lieben Freunde, abonniert den Kanal. Daumen nach oben geben, Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar. Ich werde alles lesen, Kritik, auch Anregungen für das neue Jahr. Und in diesem Sinne, wir sehen uns schon im nächsten Video. Jetzt geht es wieder richtig rund und wir sehen uns. Bis dahin. Euer Simon. Are you ready now? We can get loose. Do you need it now? Do you need it?